Hallo. Heute möchte ich euch gerne ein paar Produkte vorstellen, die ich besonders gerne dann benutze, wenn es draußen so richtig schön plüschig wird. Fangen wir mal an mit dem Make-up-Part. Ich benutze da ganz gerne einen Primer von Jouer, und zwar ist das den Anti-Blemish Matte Primer. Der hat zwei Vorteile: Er mattiert, trocknet die Haut aber nicht aus, und außerdem hat er Salicylsäure drin. Das bedeutet, er ist auch besonders gut geeignet für Leute, die eben unreine Haut haben, weil er das so ein bisschen, oder weil er da so ein bisschen gegensteuert. Ich habe noch einen anderen Mattenprimer von Becker, der ist aber wirklich ganz harter Tobak. Also den kann ich auch nur partiell benutzen, so im Nasenbereich und im Kinnbereich, wo meine Haut besonders ölig ist. Für alle anderen Stellen ist der definitiv viel zu mattierend. Also da habe ich wirklich das Gefühl, dass der jedes bisschen Feuchtigkeit aus der Haut raussaugt. Deswegen stelle ich euch den nicht vor. Der wäre, wie gesagt, was für Leute, die extrem ölige Haut haben. Ich verlinke euch das Produkt gerne unten in der Infobox. Aber für alle anderen durchschnittsöligen Menschen, so wie mich, würde ich eher sagen, wäre der Jouer Primer empfehlenswert. Eine Foundation, die ich besonders gerne benutze bei den hohen Temperaturen, ist die Immaculate Liquid Powder Foundation von Hourglass. Kommt in einem Pumpspender daher. Ich benutze den Farbton Porcelain. Das ist zwar eine Flüssig-Foundation, die aber, wie der Name ja schon verrät, sich auf der Haut dann mehr oder weniger in Puder verwandelt. Das heißt, die zieht extrem schnell weg, lässt sich aber trotzdem sehr gut verteilen, ist sehr leicht auf dem Gesicht. Also man hat nicht das Gefühl, man hat jetzt irgendwie noch eine Schicht Make-up im Gesicht, und verwandelt sich dann, wie der Name halt schon sagt, eher in einen Puder. Das heißt, ihr seht danach aus, wenn ihr die aufgetragen habt, frisch, schon als hättet ihr einmal drüber gepudert. Ich pudere die trotzdem noch ab, weil ich nämlich tagsüber wirklich gar nichts mache. Also ich nehme keine Blotting Papers mit, ich pudere auch tagsüber nicht nach. Also bei mir muss das Make-up dann tatsächlich mal so die 10-12 Stunden, die ich unterwegs bin, auch durchhalten. Ansonsten jemand, der nicht ganz so ölige Stellen hat, wie es bei mir der Fall ist, der würde, glaube ich, mit der Foundation auch ganz gut auskommen, ohne dass er noch ein Puder drüber packt. Ich mache es, wie gesagt, generell. Das ist vielleicht auch einfach so ein Tick von mir. Aber ansonsten würde ich halt sagen, also alle, die so Mischhaut bis ölige Haut haben, das ist eine ganz tolle Foundation, gerade für die heißen Tage. Auch wirklich sehr lang anhaltend. Da sieht man auch abends immer noch halbwegs vernünftig aus, selbst wenn es draußen 30 Grad hatte. Ein Puder, den ich im Sommer sehr gerne benutze, ist von Soap & Glory, der One Heck of a Blot. Ist, glaube ich, so wirklich einer der am stärksten mattierenden Puder, die ich bis jetzt benutzt habe. Man sieht auch, dass ich ihn sehr häufig benutzt habe. Kommt mit so einem kleinen Schwämmchen hier, hat auch einen kleinen Spiegel drin. Das Einzige, was nicht ganz so gut ist, also wenn ihr diese Plastikauflage verliert, das hat so eine kleine Folie am Anfang drauf, dann liegt das Schwämmchen, weil es halt kein separates Fach nochmal dafür gibt, eben auf dem Produkt drauf. Das ist nicht ganz so optimal, aber wenn ihr es eh nur zu Hause benutzt, dann braucht ihr auch das Schwämmchen nicht dafür, sondern könnt den Puder ja auch mit dem Pinsel auftragen, wie man es halt so präferiert. Ich trage es tatsächlich, also wenn es dann sehr warm wird und ich weiß, dass meine Haut irgendwie extrem dazu neigt, dann halt so vor sich hin zu glänzen, wirklich mit einem so einem kleinen Schwämmchen oft, was da mitkommt, weil das noch effektiver ist, mein Gefühl. Hab ihn auch schon nachgekauft. Also, wie gesagt, ein Produkt, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und um die mattierende Foundation und den mattierenden Primer und das mattierende Puder irgendwie abzurunden, habe ich dann auch noch den All-Nighter von Urban Decay am Start. Das ist ein, wie heißt das gute Stück, Make-up-Setting-Spray, Long-Lasting. Das ist sowas wie Haarlack fürs Gesicht, kann ich nicht anders beschreiben. Sieht auch meiner Meinung nach so ähnlich aus, denn ich finde, wenn ich das Spray über... Also nachdem ich fertig bin mit dem kompletten Schminken inklusive Puder und allem Schnick, Schnack, Schnuck, also als letzten Step sozusagen, wenn ich das auftrage, habe ich tatsächlich den Eindruck, dass sich so eine Art feiner Film auf dem Gesicht bildet, der auch so ein bisschen glänzend aussieht. Also es ist tatsächlich so, als hätte man sich irgendwie Haarlack ins Gesicht gesprüht. Irgendwie immer das, woran ich denken muss, wenn ich mich dann im Spiegel sehe. Das finde ich nicht ganz so toll. Ich wünschte, der Effekt wäre irgendwie ein bisschen matter, aber es sorgt tatsächlich dafür, dass eben die Öle nicht so doll durchbrechen. Also ich habe es jetzt ein paar Mal ausgetestet an Tagen, wo die Temperaturen wirklich gleichbleibend hoch waren, mit einmal mit
ganz normal der Routine, also Foundation Puder drüber und einmal eben noch mit dem Spray drüber. Und habe dann festgestellt am Ende des Abends, wenn ich das Spray benutzt habe, dass tatsächlich die Haut nicht so doll geglänzt hat, beziehungsweise das Öl halt einfach nicht so durchgebrochen ist. Von daher haben solche Produkte schon ihre Berechtigung. Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt tatsächlich jeden Tag benutzen wollen würde, weil wie gesagt, irgendwie dieses. Also ich finde schon, dass man was merkt oder dass man es einfach merkt, dieses Produkt, wenn man es aufgetragen hat. Deswegen benutze ich es tatsächlich nur an Tagen, wo ich weiß, dass es halt einfach extrem warm wird. Ansonsten so an einem Durchschnittstag würde ich jetzt nicht unbedingt dazu greifen. So, dann kommen wir auch mehr oder weniger schon zu den ganzen Gesichts- bzw. Körperpflegesachen. Beim Gesicht fange ich mal an mit meinem Sonnenschutz. Und zwar benutze ich von Kiehl's den Ultralight Daily UV Defense. Da gibt es zwei unterschiedliche Größen, einmal 30, einmal 60 Milliliter. Das gute Stück hat einen Lichtschutzfaktor UVA und UVB von 50. Also das ist dann schon für die Bleichnasen unter uns sehr gut geeignet. Generell Leute, die sich halt gut schützen wollen, aber ich denke mal, vielleicht jemand, der nicht ganz so blass ist, der kommt auch mit Lichtschutzfaktor 30 bei weg. Wie gesagt, ich benutze halt gerne dann schon irgendwie die volle Dröhnung. Und den finde ich so gut, weil er eben sehr leicht ist. Man hat nicht dieses schmierige Gefühl im Gesicht. Foundations funktionieren darüber wunderbar, lässt sich sehr gut verteilen. Benutze ich jetzt schon seit ein paar Jahren und gehe auch immer wieder dazu zurück. Also ich finde, dass der im Gesicht einfach extrem gut funktioniert und dass ihn meine Haut vor allen Dingen auch immer sehr gut verträgt. Das ist ja auch wichtig. Ich benutze nur ein Serum noch drunter und das ist ansonsten halt meine Tagespflege. Jo, dann habe ich eine Nachtpflege und zwar von Erborian, die Bamboo Cream oder das Creme Frappé. Ist ein sehr lecker duftendes Gel, was eine unheimlich schöne Textur hat und auch so einen wunderbaren erfrischenden Effekt auf der Haut. Ich finde, gerade an den Tagen, wenn es so warm ist, möchte ich halt irgendwie die Feuchtigkeit haben. Also meine Haut braucht dann schon irgendwas. Ich kann nicht ohne Creme dann davon kommen. Aber ich möchte halt auch nichts haben, was jetzt irgendwie so schwer ist, irgendwelche Fette noch drin hat, sondern meine Haut braucht dann tatsächlich mehr oder weniger nur Feuchtigkeit. Und da ist so ein Produkt halt ganz toll geeignet, finde ich. Ja, zieht auch wunderbar ein und wie gesagt, irgendwie dieser kühlende Effekt ist bei dem Produkt halt auch ganz toll. Könnte man theoretisch auch morgens benutzen, müsste da dann halt trotzdem noch einen Sonnenschutz drüber packen. Wie gesagt, ich benutze es halt abends vorm Schlafen gehen und finde, dass meine Haut am nächsten Morgen dann wirklich wesentlich besser aussieht. So, dann habe ich noch zwei Masken und zwar einmal von Peter Thomas Roth, die Rose Stem Cell Biorepair Gel Mask. Das ist so ein dezent rosafarbenes Gel, wie der Name ja auch schon sagt. Und die tragt ihr in einer dünnen Schicht auf, lasst die ungefähr eine Viertelstunde einwirken und würdet sie dann mit Wasser wieder abspülen mit kühlem Wasser. Meistens zieht es bei mir direkt so weit ein, dass ich fast gar nichts mehr abspülen muss. Also ich gehe dann nochmal, ich habe ja benutzt ja zur Gesichtsreinigung immer so ein Flanellteilchen, also so ein Waschlappen, gehe dann damit noch einmal rüber und dann hat sich das Thema auch schon erledigt. Da finde ich, wie gesagt, dass es auch einen sehr schönen, angenehmen, kühlenden Effekt hat und man das Gefühl hat, dass die Haut halt wieder richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt ist und dass alles irgendwie ein bisschen praller aussieht und ja, irgendwie aufgepolstert. Finde ich ein ganz tolles Produkt. Ist halt nur so eine Zwergengröße. Ich hatte mir mal so ein Dreier-Set bestellt mit drei verschiedenen Masken von Peter Thomas Roth und bin mit allen drei sehr zufrieden. Also auch diese Maske steht bei mir halt auf der Liste der Nachkaufprodukte. Dann habe ich von Origins noch so ein Kultprodukt und zwar die Drink Up Intense Overnight Mask, die ich persönlich allerdings nicht über Nacht drauf lasse, weil mir das zu viel Schlonzi auf dem Gesicht ist. Ich mache es ja so, ich komme nach Hause und schminke mich dann generell immer gleich ab. Also ich sitze hier nicht noch 3 Stunden mit Make-up im Gesicht rum und trage halt so ein Produkt dann den ganzen Abend, wenn ich halt gemütlich auf der Couch irgendwie rumlurche, auf, lasse es halt so lange einwirken, bis ich dann wirklich schlafen gehe, spüle es dann ab und trage meine normale Nachtcreme drüber und finde, dass das halt auch schon reicht, um einen schönen Effekt zu erzielen mit der Maske. Wie gesagt, andere Leute, weiß ich, benutzen das halt tatsächlich wie eine Art Nachtcreme, lassen die dann über Nacht einwirken und kommen damit auch wunderbar klar. Ist jetzt, wie gesagt, nicht ganz so meins, wäre mir dann auch zu much, aber so für 3, 4 Stunden abends finde ich die ganz toll. Und hat auch besonders
Geschmack angenehm, wenn man sie aus dem Kühlschrank aufträgt. So, und Körperprodukte. Fangen wir mal mit dem augenscheinlichsten an, einem Lichtschutzfaktor oder beziehungsweise einem Sonnenschutzprodukt. Auch hier wieder Lichtschutzfaktor 50 von La Roche-Posay. Das ist ein Öl, was ich persönlich angenehmer finde im Auftrag als eine Creme, weil sie sich so ein Öl irgendwie leichter verteilen lässt, meine Meinung. Es ist auch kein klebriges, schleimiges, schlecht wegziehendes Öl, sondern genau das Gegenteil. Das Einzige, was ich mir wünschte, wäre, dass es statt diesem Pumpspender ein richtiges Sprühteilchen hätte zum Auftragen. Aber so gebe ich es halt oder pumpe ich es halt in die Hand und verteile es dann. Ist übrigens auch wasserfest oder wasserresistent. Und habe ich jetzt schon nachgekauft, hatte ich letzten Sommer auch schon. Also nicht, dass ich mich draußen in die Sonne packen würde, aber wenn ihr halt tagsüber unterwegs seid oder mal mit dem Bötchen fahrt, ich bin ja so der Bötchen-Fan, dann ist es auf jeden Fall wichtig, was zu benutzen. Und bei jemandem, der eben so blass ist wie ich, ist 50 dann schon eine angesagte Hausnummer. Ja, La Roche-Posay finde ich auch eine Marke, die halt sehr auf Verträglichkeit achtet. Also da hatte ich bis jetzt noch keine Probleme, dass meine Haut da in irgendeiner Form sensibel reagiert. Und ich glaube, bei dem schreiben sie sogar rauf, dass es halt für sonnenintolerante Haut geeignet ist. Was für mich irgendwie so in Richtung Sonnenallergie geht. Auch hier UVA, UVB. Ich glaube, es ist mittlerweile vorgeschrieben, ne, dass sie beides haben müssen. Ja, also auch ein sehr schönes Produkt. Dann habe ich noch was für den Körper und zwar nach dem Duschen habe ich jetzt vor kurzem für mich entdeckt von Duschdas. Dieses Body Lotion Spray ist das gleiche wie die Vaseline-Produkte, die ich davon schon ausprobiert habe. Die hatte ich mir mal entweder aus UK oder aus den Staaten mitgebracht. Und zwar dieses Gurken- und Seerosenduft entspricht eben der grünen Version vom Vaseline-Produkt. Ist eine Lotion, die sehr leicht ist, nicht so, finde ich, feuchtigkeitsspendend wie eben so ein richtiger Body Butter, aber der Vorteil daran ist halt einfach tatsächlich, ihr sprüht es nur auf, reibt es nochmal kurz ein und dann ist es auch schon eingezogen. Also für mich nach dem Sport wunderbar und ausreichend, weil ich nicht das Problem habe, dass ich dann lange warten muss, bevor ein Produkt eingezogen ist. Ist auch nicht, überhaupt nicht klebrig oder irgendwie unangenehm auf der Haut, also das perfekte Sommerprodukt. Kostet, glaube ich, knapp 4 € bei DM. Kann ich wirklich empfehlen. Solltet ihr mal ausprobieren. Dann habe ich hier von 4711 Aqua Colonia noch einen Refreshing Body Spray. Auch das rund bei mir im Kühlschrank. Also ein Produkt, was ich anstelle von Parfum eben gerne auf den kompletten Körper aussprühe. Die Sorte Blutorange und Basilikum. Riecht halt so ein bisschen kräutrig, zitrisch. Eher so die herbe Duftrichtung, was ich aber im Sommer wirklich sehr angenehm finde. Also ich bin ja eh nicht der Fan von extrem süßlichen Düften und gerade im Sommer finde ich es halt auch irgendwie angenehmer für mich und vor allen Dingen meine Umwelt, wenn ich halt was habe, was mehr so frisch und leicht riecht statt schwer, weil das ist was, was man bei warmen Temperaturen ja nur auch nicht braucht. Und da gibt es wie gesagt von 4711 diverse Düfte. Aus dieser Körperpflegereihe müsst ihr euch einfach mal anschauen. Also 4711 ist ja so ein bisschen als Oma-Reihe verschrieben. Also ich kenne es noch von meiner Oma, das klassische Kölner Wasser 4711. Aber wie gesagt, die haben sich halt mittlerweile auch gemausert. Es gibt Duschgele und andere Produkte und ich glaube auch noch weitere Eau de Toilette in interessanten Duftrichtungen, die halt auch jetzt nicht so gewöhnlich und an jeder Ecke zu finden sind. Von daher, also wenn euch irgendwie diese Blutorange nicht anspricht, schaut euch doch mal die anderen Produkte an, vielleicht ist ja da ein Duft mit bei, den ihr eher mögt, aber das wäre halt meine Empfehlung. Und für jemanden, der wie ich dazu tendiert, sehr warme Füßchen zu kriegen, da finde ich so ein Eisgel sehr schön. Das hier ist von Evasit Eis plus Deo Gel. Also es kühlt die Füßchen halt schön. Das benutze ich abends auch sehr gerne vorm Schlafen gehen, weil ich nämlich sonst das Problem habe, wenn meine Füße so warm sind, kann ich nicht einschlafen. Sehr untypisch, ich weiß. Aber ja, das kommt bei mir dann halt auch direkt aus dem Kühlschrank und sorgt dafür, dass das halt alles noch mal ein bisschen frisch ist. Mit Menthol, logischerweise. Was sagen Sie, so schön kühlt und desodoriert. Desodoriert? Wie deodoriert? Desodoriert? Also es sorgt dafür, dass eure Füße nicht müffeln.
Und ja, gegen heiße Füße. Was man halt so braucht im Sommer, ne? Ja, das waren dann auch schon die Produkte, die ich euch vorstellen wollte. Falls ihr noch Empfehlungen habt, so für kleine Helfer an schwülen Tagen, dann lasst es mich wissen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen zauberhaften Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss!